Herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Giraud, ich bin Standortleiter hier in Silbern und ich freue mich enorm, dass du heute dabei bist. Hey, es ist der Wunsch von uns als ganzer Kirche, dass du durch diese Message heute ermutigt wirst und Gott besser kennenlernen kannst. Es ist mega schön, wieder mit euch zu sein an dem Morgen. Danke vielmals, Alex und Barbara, für die Einladung. Und, ich weiss nicht, ob du die Situation kennst, dass du eine Person mehrfach enttäuscht hast mit der gleichen Sache. Vielleicht sagst du, hey, ich habe eigentlich Menschen in meinem Leben, ich habe die auch gern, aber ich enttäusche sie immer wieder. Oftmals mit dem Gleichen. Vielleicht irgendwo beleidigend, enttäuschend, verletzend. Ich habe irgendetwas gesagt, was ich nicht hätte sollen. Und ich entschuldige mich und dann passiert es nächste Woche wieder. Und ich sage, hey, jetzt wirklich, im Fall, ich meine es wirklich ernst. Und dann passiert es aber wieder. Und es ist so unangenehm, so peinlich. Und das macht auch etwas mit unserem Wert. Wieso bringe ich das nicht an? Oder du bist vielleicht in der Situation, wo du sagst, es gibt so einen Bereich in meinem Leben, ich wünsche mir dort echt Veränderung. Und du bist vielleicht schon Jahre dran. Und wenn du heute das müsstest beschreiben, würde ich vielleicht sagen, hey, es ist wie wenn ich irgendwo zwei Schritte für sie gehe und nachher aber nächste Woche wieder einen Schritt zurück. Und so fühlt sich vielleicht mein Leben schon lange an. Zwei Schritte führen, einen zurück. Oder vielleicht bist du ehrlich und sagst, es fühlt sich an wie einen Schritt führen und nachher geht es zwei Schritte hinterher. So, ich komme nicht vorwärts. Und wir lesen heute einen Text, der unglaublich ermutigend ist, der uns unglaublich viel Hoffnung gibt. In unserem Leben mit Menschen, aber auch in unserem Leben mit Gott. In Hebräer 7, Vers 18 bis 27, wenn wir lesen miteinander. Dort heisst, die frühere Bedingung für das Priestertum wurde aufgehoben. Das ist im Alten Testament. Weil sie schwach und nutzlos war. Denn das Gesetz machte nichts vollkommen. Nun ist eine bessere Hoffnung an seine Stelle getreten. Und sie zeigte einen Weg, auf dem wir zu Gott kommen. Gott hat Jesus durch einen Eid in seinem Priesteramt bestätigt. Bei keinem Priester vor ihm hatte es so einen Eid gegeben. Nur zu Jesus sprach Gott, der Herr hat einen Eid geschworen und wird ihn nicht brechen. Du bist für immer Priester. So ist Jesus der Garant eines besseren Bundes geworden. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass es nach der alten Ordnung viele Priester gab, denn wenn ein Priester starb, musste ein anderer seinen Platz einnehmen. Jesus dagegen bleibt für immer Priester. Sein Priestertum wird nie enden. Deshalb kann er auch für immer alle retten, die durch ihn zu Gott kommen. Er lebt ewig und wird vor Gott für sie eintreten. Er ist ein hoher Priester, wie wir ihn nötig haben, denn er ist heilig ohne jede Schuld und unberührt von der Sünde. Er wurde von den sündigen Menschen getrennt und hat den höchsten Ehrenplatz im Himmel erhalten. Er braucht nicht täglich Opfer zu bringen, wie es die anderen hohen Priester zunächst für ihre eigenen Sünden und dann für die Sünden des Volkes tun mussten, sondern er tat dies ein für alle Mal, als er sich selbst am Kreuz opferte. Das ganze Kapitel 7 von dem Hebräerbrief geht um Priestertum. Um die Idee, dass wenn wir Menschen zu Gott kommen, dass wir einen Vermittler brauchen. Jemand, der vermittelt zwischen uns und Gott. Und das gibt es nicht nur im Judentum, das ist eigentlich in jeder Religion. Erlebst du das? Leute, die irgendwie, in Asien ist es Reis, wo sie bringen, auch wenn sie selber fast verhungern, aber sie sagen, ich möchte Gott gnädig stimmen. Ich brauche Gott. Ich möchte, dass Gott irgendwo mein Leben segnet, mich erfolgreich macht, mich versorgt mit allem, was ich brauche. Aber ich weiß nicht, wie Gott zu mir steht. Ich weiß nicht, wie er mich sieht. Ich weiß nicht, wie er über mich denkt. Wahrscheinlich ist er verrückt auf mich. Und dann musst du versöhnt werden mit Gott. Und für das gibt es Priester, für das gibt es Opfer, für das gibt es Tempel. Und wir fragen uns vielleicht heute, ja, was hat der Text und der Gedanke vom Priester sein mit uns zu tun? Wir haben nur noch Einkaufstempel, sonst haben wir keinen Tempel mehr. Wir haben auch kein Opfer und kein Priester mehr. Aber das Thema bleibt genau das Gleiche. Und zwar, wenn du dir die eine Frage stellst, wie sehe ich aus? Wie sehe ich aus? Oder vielleicht noch anders, wie möchte ich gerne aussehen? Was würde ich gerne, dass andere Leute über mich sagen? Zuerst mal äußerlich. Du weißt, dass wenn du von dir ein Foto machst,
dass du dich kannst in ein sehr gutes Licht rücken, oder? Du kannst sagen, okay, vor 2 Wochen habe ich ein Film gemacht für Instagram, da habe ich gedacht, okay, die Sonne scheint, muss ich schauen, dass meine kantige Geschichte so richtig zur Geltung kommt, oder muss richtig anstehen. Und dann da habe ich ein bisschen dann lieber ein bisschen von rechts und so, so sehe ich gut aus. Und ich habe irgendwann mal den Trick gehört, dass wenn du so ein bisschen von oben runter filmen tust, dann ist meine Stirn ist dann nicht so gross und mein Gesicht ist ein bisschen rundlicher, nicht so lang gezogen. Und wir haben alles so Tricks, ich weiß nicht, was du für Tricks hast. Vielleicht sagst du einfach, das machst du alles automatisch. KI macht das für mich. Aber du hast so eine Vorstellung, wie du gerne aussehen würdest. Und wenn du sagst, nein, das bin nicht ich, geh mal auf deine Fotos und schau, wie viele Fotos das du gemacht hast, bis du eins ausgewählt hast, das dir nachher gefallen hat. Weil auf jedem Foto bist du drauf, aber nicht jedes gefällt dir, oder? Und wir haben so den Wunsch, dass wir gut aussehen. Nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Wer möchten wir sein? Was sollen die Leute über uns sagen? Hey, sie sollen von mir sagen, ich bin ein Mann, der alles im Griff hat. Oder sie sollen von mir sagen, ich bin ein Mensch, der sich um andere kümmert. Sie sollen von mir sagen, hey, ich bin ein guter Mensch, ich bin ein guter Freund, ich bin ein guter Ehepartner, ich bin ein guter Papi oder was auch immer. Wo du merkst, jetzt kann ich von mir selber glauben, dass etwas gut ist in meinem Leben. Weil das ist die Hauptfrage dahinter. Bin ich okay? Ist mein Leben gut? So wie es ist. Im Herr der Ringe heißt es an einer Stelle, sagt der Faramir, der Lohn, das Lob des Lobenswerten, ist der höchste Lohn. Das heißt, wenn jemand, wo du bewunderst, dir noch sagt, hey, ich mag dich, ich finde das mega cool, wie du das machst, ich finde dein Leben mega cool, dann hat es noch viel, viel mehr Wert. Und so suchen wir nach Menschen, die uns bestätigen, dass wir okay sind. Du kannst dir so lange Identität geben, wie du willst. Du brauchst immer andere Menschen, um das zu bestätigen. Sie dir sagen, was du gerne hören würdest. Und so suchen wir Menschen, vor allem die, die mir selber sagen, hey, das sind coole Leute. Das sind Menschen, die mich beeindrucken. Wenn die etwas sagen über dein Leben, dann hat es viel Wert für dich. Dann prägt es das Bild, das du so gerne möchtest haben. Und so suchen wir es überall. Es gibt Menschen, die sagen, hey, wenn mein Arbeitgeber mir sagt, hey, du hast so einen guten Job gemacht, hey, das bedeutet die Welt für mich. Ich würde so viel aufgeben, um das zu hören und die Person zu sein. Viele Menschen, auch wenn sie älter werden, sagen, es sind immer noch meine Eltern, vielleicht mein Vater, wenn er mir würde sagen, hey, ich bin stolz auf dich, wie du das Leben meisterst, wie du dein Leben führst, es würde die Welt für dich bedeuten. Manchmal sind es bei den Eltern sind es Kinder, wo du sagst, hey, wenn sie mich lässig finden, wenn sie sagen, Mami, du bist die beste Mami, es bedeutet so viel. Aber du nimmst es irgendwo her. Der Arthur Miller ist ein amerikanischer Drehbuchautor, Pulitzerpreisgewinner ist er. Er ist Atheist. Er war mit Marilyn Monroe verheiratet. Und er schreibt in einem von seinen bekannten Stücken. Und es ist ein Stück weit das, was er selber erlebt hat, das, was er selber denkt. Ich habe das Leben immer als eine Art Gerichtsverfahren betrachtet, als eine ewige Beweisaufnahme. Und dann schrieb er, ja, wenn man jung ist, will man beweisen, wie mutig man ist oder wie klug. Dann, was für ein guter Liebhaber. Dann, was für ein guter Vater. Und schließlich, wie weise oder mächtig man ist. Oder was weiß ich, da kannst du das selber einfüllen, was dir Wert gibt. Und das alles nur, weil man unbewusst von einer falschen Voraussetzung ausging, nämlich, dass der Weg irgendwie nach oben führen muss. Was heißt das? Er sagt das nachher auf der nächsten Folie. Irgendwann, irgendeinem höheren Urteilsspruch entgegen, durch den man, weiß der Himmel, entweder freigesprochen oder schuldig erklärt wird. Entweder hörst du denn, du hast es gut gemacht, du hast gut gelebt, oder man hört das Gegenteil. Jetzt weiß ich, dass die Katastrophe für mich in dem Augenblick begann, als ich einmal aufsah und der Richterstuhl war leer. Kein Richter weit und breit. Was blieb? Endloses Selbstverhören. Er sagt, denn das ist nichts anderes als verzweifelt müssen leben. Wenn niemand ein gültiges, ein wahres, ein ehrliches Urteil über dein Leben spricht, du hast es gut gemacht, du bist frei, du bist ein guter Mensch. Und wir leben in dieser Gesellschaft, wo wir sagen, hey, wir würden so gern das hören von außen, von Menschen, von ein Urteil, das wahr ist, das ehrlich ist. Aber wir haben den Gott, den Richter,
Der, der uns könnte beurteilen, der, der ehrlich und wahr ist, den haben wir auf die Seite getan. Den haben wir aus unserem Leben so oft ausgeschlossen. In unserer Gesellschaft sagen wir, Gott gibt es nicht. Und doch merken wir wieder Arthur Miller, wir leben und leben und suchen beständig trotzdem das Urteil. Der Richterstuhl ist zwar leer, aber du sehnst dich immer noch nach dieser Stimme, die endgültig sagt, es ist okay, du bist okay. Dein Leben ist gut so, wie es ist. Und die Bibel erklärt uns das, das, was wir so fühlen in unserem Herzen, die Sehnsucht, die wir haben. Im Römer 2 heisst es von uns Menschen, durch ihr Verhalten zeigen sie, dass Gottes Gesetz in ihr Herz geschrieben ist. Denn ihr eigenes Gewissen und ihre Gedanken klagen sie entweder an oder bestätigen, dass sie das Richtige tun. Das eine merken wir, wenn wir ein schlechtes Gewissen haben. Nein, jetzt habe ich es wieder verbockt. Ich weiß genau, dass ich etwas falsch gemacht habe. Oder, hey, das ist das Gefühl, wo du dich so gut fühlst, weil du weißt, ich kann das Richtige tun können. Aber wenn es mich etwas gekostet hat. Wir leben für den Richterspruch. Und jetzt stell dir mal vor, dass du vor dem Gericht bist, vor dem lebendigen Gott und er dein Leben beurteilt. Und die Frage ist, gehst du allein in das Gericht hinein? Gehst du allein in die Beurteilung hinein? Oder hast du jemanden neben dir, der dich verteidigt? Und da sind wir bei unserem Text. Im Vers 25 heißt es, er, das ist Jesus, er lebt ewig und wird vor Gott für sie eintreten. Und das Wort eintreten heißt nicht nur bitten oder betteln, sondern es heißt vor allem auch ein Anwalt sein. Jesus ist dein Anwalt, wenn du vor dem Richterstuhl von Gott stehst. Er wird für dich einstehen. Und wir müssen da vielleicht ein paar falsche Vorstellungen rausnehmen. Vielleicht kennen die den Film, wo einer angeklagt ist. Eine riesige Anklage. Vielleicht zu Unrecht, aber er ist angeklagt. Und dann sagt er sich, hey, ich bin so genial, ich werde mich selber verteidigen. Kennt ihr das so Film? Jemand ist so clever, tut nachher der Richter und die Jury, er tut alle im Grund und Boden reden, der Staatsanwalt auch, weil er ist so genial. Aber lass mich dir eins sagen, das ist nicht die Realität. Also falls du irgendwann mal vor Gericht gehst, bitte tu dich nicht selber vertreten. Das ist das Dümmste, was du kannst machen. Also wenn du den grossen Buss zahlen willst oder ins Gefängnis kommst, dann kannst du das machen. Aber sonst nimm dir den besten Anwalt, den du kannst finden. Es gibt auch andere Filme, wo der Anwalt selber ein riesen Nieten ist. Kennen die diesen Film? Der Anwalt hat selber Probleme mit dem Gesetz und sollte dich aber mit dem Gesetz können vertreten. Oder der Anwalt ist sturzbesoffen, wenn er in den Gerichtssaal hineinläuft. Und irgendwann scheidet er aus und dann kommt dann so ein Grünschnabel, oder, wo dann dich sollte vertreten. Und du hast schon Angst darum, dass du in die Kiste kommst, ins Gefängnis kommst. Und sind wir ehrlich, das läuft in dem Film so, aber in der Realität überhaupt nicht. Du brauchst den besten Anwalt, den du finden kannst. Vor allem, wenn es nicht nur um dein Leben geht, sondern Gottes Beurteilung von deinem Leben für die Ewigkeit. Du brauchst den besten Anwalt. Und es gibt nur einen, der dich so vertreten kann. Und das ist Jesus Christus, der für dich einsteht. Und zwar, wo immer für dich einsteht. Wieso brauchen wir einen Anwalt? Weil es im gleichen Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 29, heißt: unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Feuer ist etwas mega Schönes, wenn du zum Beispiel Gold oder Silber reinlegst, dann funkeln die Gegenstände und du siehst die ganze Schönheit vom Gold oder vom Silber, aber nur, wenn es rein ist. Wenn es irgendwie Dreck dran hat oder Holz oder irgendetwas, das verbrennt sofort. In einem heissen Feuer. Und das ist das Bild, wo die Bibel braucht, um zu sagen, hey, Gottes Wesen ist etwas Wunderschönes, aber nur, wenn du Gold rein tust. Aber wenn wir reinlaufen mit unserem Leben und wir wissen, wir kennen unser Herz, wir kennen unser Gewissen, ist wie das Holz, das so schnell verbrennt. Gott ist 100% Liebe. Gott ist 100% Grosszügigkeit, 100% Demut, 100% Hilfe, 100% kreativ. Aber er ist auch 100% gerecht. Er ist 100% heilig. Und es ist nicht nur so, dass du nicht kannst reinstehen, sondern du brauchst einen Anwalt, der in das Feuer reinstehen kann. Du brauchst einen Anwalt, der selber so muss sein, dass er nicht verbrennt in dem Feuer. Vielleicht weißt du, dass wenn eine Raumkapsel aus dem Weltall zurückkommt auf die Erde, dann muss es
durch die Erdatmosphäre durch. Und in dem Moment, wo es in die Erdatmosphäre reinkommt, fängt die Raumkapsel an zu glühen, weil es so heiß ist. Und die Raumkapsel mit den Menschen, die drin sind, würden sofort verbrennen, wenn es nicht ein Hitzeschild gäbe um die Raumkapsel herum, wo die Hitze überlebt, bis du nachher sicher in der Erdatmosphäre drin bist. Und schau, genau so ist Jesus für dich. Er ist der Hitzeschild, dass du zu Gott kannst kommen, dass du vor Gott kannst stehen, ohne dass du verglühst, ohne dass ich verglühe. Jesus ist unser Hitzeschild. Ich möchte es noch mit einer anderen Illustration machen. Ich habe da eine Feuerdecke, eine Brandschutzdecke mitgenommen. Vom Buchegg. Ich hoffe, sie haben keinen Brand jetzt gerade in der Küche unten, weil dort unten fehlt nämlich jetzt die Decke. Ja, sie sind sorgfältig. Ich habe mir sagen lassen, dass du mit so einer Brandschutzdecke, ich habe es selber noch nie gemacht, mit so einer Brandschutzdecke kannst du über ein Feuer reingehen und dann kannst du es, oh ja, das ist eine alte Decke, he? Und dann kannst du es zudecken und dann kannst du das Feuer so ersticken. Ich weiss nicht, ob ich so mutig wäre, über so ein riesiges Feuer reinzulaufen, aber du kannst so ein Feuer ersticken. Und vor allem, was du auch kannst machen, ist, du kannst die Feuerdecke anlegen. So, jetzt bin ich dann ganz verfuselt. So, du kannst die Feuerdecke anlegen. Und weißt du, was das machen? Feuerwehrleute machen das, um Menschen aus dem Feuer raus zu retten, dass ihnen das Feuer nichts schadet. Sie den Leuten in so eine Decke einwickeln und das Feuer kann dir nichts machen. Und weißt du was? Jesus ist die Brandschutzdecke für dich und für mich. Du kannst innen stehen, in die Gegenwart von Gott und es wird dir nichts machen. Jesus ist deine Brandschutzdecke. Kannst du dir vorstellen, im Alten Testament, wie Menschen, der Hohepriester einmal im Jahr reingekommen ist in die Stiftshütte und dann ins Allerheiligste, dort, wo Gottes Gegenwart war. Und ich bin mir 100% sicher, einmal im Jahr ist er da reingegangen. Und der hat doch zittert an den Knien, weil er gewusst hat, hey, wenn ich irgendetwas falsch gemacht habe, wenn ich das Opfer nicht ganz genau richtig gebracht habe, so wie es Gott hat wollen, wenn ich selber noch Sünde habe und ich stehe in die Gegenwart von Gott rein, dann werde ich tot umfallen. Man hat sogar am Hohepriester ein Seil angebunden, wenn er reingegangen ist, ins Allerheiligste, dass wenn er tot wird umfallen, dass man ihn könnte rausziehen. Weil man so Angst hatte, in das Feuer reinzustehen. Und bei Jesus ist es so anders. Er ist deine Brandschutzdecke. Du kannst reinlaufen ohne Angst. Du kannst zu Jesus, du kannst zu Gott kommen, ohne Furcht. Mit Zuversicht, heisst es im Hebräerbrief. Weil er dich schützt. Weil er für dich da ist. Es heisst von Jesus, er ist heilig und schuldlos. Das heisst, Feuer kann ihm selber gar nichts machen. Dann heisst es von Jesus, er lebt ewig und wird immer für dich eintreten. Das heisst, Jesus stirbt nie. Er schläft nie. Auch wenn du in der Nacht aufstehst und du hast Angst oder irgendetwas, du kannst zu Gott kommen, weil Jesus wach ist und weil er deine Brandschutzdecke ist. Und dir nichts kann passieren. Und dann heisst es, er hat sein Leben als Opfer gegeben für dich. Das heisst, es ist alles beglichen. Es ist alles beglichen. Lass mich das in anderen Worten nochmal sagen. Es gibt keine Verurteilung mehr für dich, wenn du in Jesus Christus bist. Es gibt keinen Moment, wo du nicht könntest zu Gott kommen. Kennst du den Moment, wo du sagst, ja, ich weiss, ich kann dann schon irgendwann wieder zu Gott, aber jetzt fühle ich mich gerade so mies. Nein, du kannst jederzeit zu Gott kommen, weil es nicht auf dich drauf ankommt, sondern auf die Brandschutzdecke, die du hast. Jesus Christus. Und nochmal etwas. Gott schaut dich so an. Gott schaut dann nicht auf dein Leben und deine Fehler, wenn er dich sieht, sondern er sieht nur Jesus um dich herum. Kannst du dir vorstellen, wie Gott über dich denkt, wenn du mit Jesus zu ihm kommst? Er sagt nicht, ah oh, ja, ich weiss, was du gemacht hast. Ah, oh, ich sehe den Schrott und die Fötzeli in deinem Leben. Er sagt nicht, ich weiss, in 2 Wochen wird es ja wieder passieren. Warum kommst du jetzt zu mir? Nein, wenn Gott dich sieht, sieht er nur Jesus. Er sagt, was für ein Leben, was für Gedanken, was für Motiv, was für eine Reinheit, was für eine Grosszügigkeit, was für eine Liebe. Er sieht nur Jesus. Und dann sagt er über dir, hey, du bist so wertvoll. Ich sehe ja, wenn ich sehe. Gott sieht Jesus und spricht dir zu, du bist wertvoll. Unglaublich. Jetzt, bevor wir weitergehen, lass mich noch 2 kleine Missverständnisse klären, dass wir das verstehen. Das Erste ist, Jesus ist nicht am Betteln für dich, wenn er vor dem Vater im Himmel ist.
Im Sinn von, oh, Vater, ich weiss, mit gewissen Leuten hast du nicht so Mühe, aber mit dem Manu, oh, du weißt, das ist ein Thema, das schon Jahre dauert und ich muss jeden immer wieder zu dir kommen und dann sagt er, er möchte es besser, macht es dann doch nicht. Vater, bitte nur noch einmal, gib ihm Gnade. Und dann ein paar Jahre später, oh nein, jetzt ist er auch noch Pastor geworden. Bis ein Manu gnädig. Nein. Jesus weiß ganz genau, dass er alles gezahlt hat, alles beglichen hat, was du je falsch gemacht hast. Er geht nicht betteln beim Vater, sondern er sagt, Vater, ich habe mein Leben gegeben und es ist alles beglichen. Nicht nur für mein Leben, sondern auch für dein Leben. Es ist alles beglichen. Nicht nur das aus deiner Vergangenheit, sondern wenn du noch 20 Jahre lebst, all deine Sünden, all deine Versagen, all dein Egoismus ist bereits gezahlt worden für das von Jesus am Kreuz. Und er wird jedes Mal wieder zum Vater gehen und nicht müssen betteln, sondern sagen, ich habe es bereits bezahlt. Und du bist freigesprochen. Du bist gerecht gesprochen. Du bist wertvoll in Gottes Augen. Und das müssen wir wissen. Jesus bettelt nicht. Jesus kann das einfordern, was er gezahlt hat am Kreuz. So einfach ist es für ihn. Und das Zweite, lasst uns nie denken, dass der Vater der Bösewicht ist, wo irgendwie zornig ist auf uns und dann muss Jesus irgendwo um Erbarmen bitten. Nein, es heisst von unserem Vater im Himmel, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist Gottes Herz. Das ist das Herz vom Vater. Er hat seinen Sohn gefragt, hey, bist du bereit, den Weg zu gehen, dass Menschen versöhnt werden können? Und Jesus hat freiwillig ja gesagt. Das ist das Herz vom Vater. Wir haben nicht einen bösen Gott, aber wir haben einen heiligen Gott. Und was passiert in dem Kreuz, wenn wir es im Gott-Kennenlernen-Kurs, wenn du in die Kirche kommst und dich möchtest taufen lassen, wenn du Jesus kennenlernst, sagst du, ja, wie ist denn Gott? Dann lernst du den Vers auswendig im Gott-Kennenlernen-Kurs, 1. Johannes 1, Vers 9. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von allem Bösen. Weißt du, was da innen steht? Gott ist gerecht. Er tut nicht das Auge zudrücken. Er sagt nicht, ja, jetzt bin ich ein bisschen unfair, dass du auch noch gerettet werden kannst. Nein, er ist vollkommen gerecht. Das, was wir verbrechen, muss jemand zahlen. Und das hat Jesus da. Und darum steht Gott gerecht da. Darum betet ihn die Engel jeden Tag an, weil er heilig ist, weil er gerecht ist. Er kommt eher über zu Recht. Er muss sich nicht verbeugen. Er muss nicht plötzlich anders sein als vorher. Und trotzdem hat er einen Weg gemacht, dass du und ich, dass wir zu Gott kommen können. Dass wir zu Gott kommen können mit dem Hitzeschild von Jesus. Jetzt, was bedeutet das für unser Leben? Vielleicht hast du die Botschaft schon ein paar Mal gehört, dass Gott dich frei spricht, dass Gott dich gerecht spricht. Aber die Frage ist, hat es von deinem Kopf in dein Herz runtergehen können? Dass es Teil wird von deinem Denken, von deinem Leben, wie du über dich selber denkst. Und lass dich doch prüfen an dem Morgen. Und frag dich Gott, wo möchtest du, dass die Wahrheit sich ein Anwalt hat, ein Hitzeschild, wo für mich schaut, dass die Wahrheit kann in mein ganzes Leben durchdringen. Die erste Bedeutung ist, du hast volle Vergebung. Dir ist alles vergeben. Das musst du wissen. Ich sehe immer wieder Christen, wo sagen, hey, ich habe die Angst, dass wenn ich einen Fehler mache und dann in diesem Moment sterbe, bevor ich Gott um Vergebung bitten konnte, dann ist etwas zwischen mir und Gott und es wird mich trennen und ich werde nicht mehr in den Himmel kommen. Das ist eine echte Angst, die manche haben. Weil sie vergessen, dass Jesus dich freispricht beim Vater. Weil er das Urteil über dein Leben gesprochen hat. All das, was noch kommt in deinem Leben, ist bereits durch Jesus beglichen. Das gibt eine unglaubliche Freude, das gibt eine unglaubliche Zuversicht. Darum dürfen wir sagen, ich weiß, dass ich ein Kind Gottes bin. Ich weiß, dass ich in den Himmel komme. Das ist nicht arrogant, sondern weil du weißt, wer Jesus ist für dich. Und was er für dich tut. Jeden Tag steht er für dich ein. Jede Nacht steht er für dich ein. Dann gibt es Menschen, die sagen, ich stelle mir das Gericht so vor, dass ein Film wird ablaufen von meinem ganzen Leben. Mein Privatleben wird allen von Silberen und allen Engeln gezeigt werden und ich stehe schlotternd vor dem Vater im Himmel. Das ist eine Vorstellung, die Menschen auch haben. Und weißt du was, wenn du mit dieser Angst noch kämpfst, die Bibel sagt,
im Micha Kapitel 7. Er hat unsere Sünden ins tiefste Meer hineingerührt. Micha 7, Vers 19. Du musst den Vers nehmen, wenn das dein Thema ist und an den Spiegel anhängen oder wo immer, dass du den Vers siehst, auf dein Handy tun und dir bekennen, meine Sünden sind ins tiefste Meer, die werden doch nicht wieder aufgenommen. Du bist freigesprochen. Jesus hat das beglichen. Wir haben volle Vergebung. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Das ist die erste halbe Wahrheit. Das zweite ist nämlich, du bist wertvoll in Gottes Augen. Du bist wertvoll in Gottes Augen. Wenn Gott dich anschaut, dann ist es nicht, er sieht nicht. Ich finde das noch schwierig zu verstehen, was die Bibel sagt. Weil wir selber, wir sehen uns, wie wir sind. Auch wenn wir Christen sind, wir wissen genau, wo unsere Fehler sind. Aber Gott sieht uns bereits anders. Er sieht nur Jesus vor uns, der für uns einsteht. Und darum sind wir in seinen Augen, sind wir wertvoll, sind wir gerecht. Auch wenn wir unsere Mängel noch kennen. Sagen, ja Herr, ich weiss, du wirst an mir noch arbeiten, in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten, aber ich bin jetzt schon wertvoll gemacht für dich. Und schau, das bedeutet, wenn du dich fragst, wenn du dir sagst, hey, irgendwo, ich fühle mich noch nicht genug gut, um zu Gott zu kommen. Wenn du sagst, ich fühle mich noch nicht genug gut, um in dieser Kirche zu sein. Ich fühle mich noch nicht genug gut, um nach dem Gottesdienst beten zu gehen und zu sagen, ich möchte auch, dass Jesus Teil von meinem Leben ist. Dann hast du noch nicht verstanden. Es geht gar nicht um dich. Es geht gar nicht darum, wie gut dass du bist. Es geht darum, wie gut dass Jesus ist. Es geht um das Gold, wo Jesus ist, nicht den Dreck, den wir bringen. Und darum kannst du sagen, ich kann gerade jetzt kommen. Es ist alles parat. Du musst nicht etwas in deinem Leben suchen, wo du sagst, oh, ich habe doch noch etwas gefunden, Gott, das ich wertvoll finde, wo dich könnte beeindrucken. Hör auf zu suchen. Sogar wenn du meinst, es gibt die Sachen, die dich wertvoll machen, das braucht es nicht. Jesus ist dein ganzer Wert. Jesus ist dein ganzer Wert. Und das hat eine Auswirkung auf unser Leben. Aber lass mich zuerst noch auf das sprechen kommen, was wir am Anfang gesagt haben. Ich beobachte in meinem eigenen Leben, dass mein Leben manchmal wirklich Reisen zieht. Um Baustellen, die ich habe in meinem Leben. Und dann wirkt Gott und ich merke, wow, es geht mir besser. Ich habe gelernt, mit der Versuchung umzugehen oder meine Worte irgendwo andere Worte zu wählen, weil ich weiss, hey, was Gottes Weg ist, was er für gute Absicht hat für mein Leben. Und dann zwei Jahre später oder ein Jahr später oder eine Woche später kommt das wieder rauf. Du kommst wieder an die gleiche Baustelle an. Du denkst, Gott, ich habe gemeint, ich sehe weiter. Und dann kommt das wieder. Und in diesem Moment musst du wissen, dass Jesus immer noch für dich am Beten ist. Du darfst immer wieder zu der gleichen Baustelle kommen. Du musst dich nicht verurteilen wegen dem. Weil Jesus für dich einsteht. Weil Jesus dein Wert ist. Weil Jesus dich gerecht gesprochen hat. Und natürlich wird er das, was er angefangen hat, wird er fertig machen in unserem Leben. Das wird er. Aber verzweifle nicht, wenn es länger geht. Verzweifle nicht, wenn du immer wieder Sachen siehst in deinem Leben, wo du sagst, nein, ich habe gedacht, ich wäre weiter. Ich habe gedacht, ich habe es im Griff. Nein. Hey, danke, dass du heute dabei bist. Wir hoffen, dass du durch die Message Gott hast näher kommen können. Falls du Fragen oder Anmerkungen hast, würden wir uns mega freuen, wenn du via unsere Homepage mit uns Kontakt aufnimmst. Falls die Messages für dich ein Segen sind, würden wir uns über deine Unterstützung freuen. Auch mit deiner Spende kannst du es möglich machen, dass wir das tun, was wir tun. Und mit dem könnt Gottes Liebe und Gottes Hoffnung in unsere Gesellschaft heraustragen. Du kannst das ganz einfach machen mit einem SMS an die Nummer 488, mit dem Keyword Silben und einem Betrag. Natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die findest du bei uns auf der Homepage unter www.silben.church/spenden. Hey, wir wünschen dir Gottes Power und Segen.